Hallo Deutschland, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Entstellt nur wegen eines kleinen Strandsouvenirs. Dass das Mitbringsel aus dem Urlaub lebenslange Folgen haben kann, das musste der 12-jährige Devin erfahren. Aus seinem aufgemalten Henna-Tattoo nämlich wurde eine schwere Entzündung mit heftigen allergischen Reaktionen. Im Sommer sind sie an fast allen Urlaubsstränden zu sehen, schwarze Henna-Tattoos. Die Tattoos sind beliebt, denn sie sind nur aufgemalt und verblassen nach 2 Wochen wieder. Doch was als Urlaubsspaß gedacht ist, hat manchmal schlimme Folgen. Entzündungen, Schmerzen, Narben. Schwarzes Henna kann schwere Allergien hervorrufen. In Köln kann der 15-jährige Devin Schulzki endlich wieder am Wasserballtraining teilnehmen. Monatelang durfte der Schüler nicht ins Wasser, weil er eine schwere Entzündung am Oberarm hatte. Die Ursache ein schwarzes Henna-Tattoo. Ja, hier, das war mal mein Henna-Tattoo. Das habe ich mir im Urlaub machen lassen. Das hat sich eben dann ganz doll entzündet. Dann musste ich zum Arzt gehen, das hat sehr weh getan. Im August 2011 macht Devin mit seiner Familie Urlaub in der Türkei. Am Strand sieht er viele Jugendliche mit Tätowierungen, die aussehen, als wären sie wirklich mit echter Tinte in die Haut gestochen worden. Dann habe ich diesen Tattoo-Laden entdeckt. Die haben da so Henna-Tattoos für etwas billig angeboten, für wenig Geld. Und wir sind dann eben dahin gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wieso mache ich mir nicht einfach mal ein Tattoo? Wird bestimmt Spaß machen. So sah Devins Henna-Tattoo aus. Täuschend echt. Im Gegensatz zu gestochenen Tattoos wird die Henna-Paste nur aufgemalt und verschwindet langsam, wenn alles gut geht. Bei Devin aber entzündete sich die Haut. Dann, als wir erstmal zu Hause waren, hat es echt nicht mehr aufgehört zu jucken. Es hat gebrannt, es hat geblutet, es war nackte Haut darunter und es hat sehr gebrannt. Also es hat wirklich sehr wehgetan. Kevins Haut sah wie verbrannt aus, sagt seine Mutter. Seine Eltern machen sich Sorgen und Vorwürfe, denn sie haben der Tätowierung in der Türkei zugestimmt. Wir haben uns eigentlich überhaupt keine Gedanken gemacht, weil Henna ein Naturprodukt ist und wir noch nie gehört haben, dass das irgendwie schädlich wäre für die Haut. Und alle Kinder im Urlaub halt mit Tätowierungen dieser Art rumgelaufen sind, dann haben wir das natürlich dann auch erlaubt. Sonst hätten wir das natürlich nie getan. Henna ist ein Naturprodukt. Das Pulver wird aus einer Pflanze gewonnen. Echtes Henna hat meist eine rotbraune Färbung. In Indien und Persien wird Henna-Körperbemalung für rituelle und kosmetische Zwecke verwendet. Damit aber Henna-Tattoos aussehen wie gestochene Tattoos, wird PPD zugesetzt. Ein industrieller Farbstoff, der schwere allergische Reaktionen auslösen kann. Davon wussten Devin und seine Eltern nichts. Zurück in Deutschland gehen Devin und seine Mutter zum Arzt. Dermatologin Uta Schlossberger erkennt das Problem sofort. 10 Patienten mit schwarzen Henna-Tattoos hatte sie schon in Behandlung. Devins Tattoo ist noch heute, fast ein Jahr später, deutlich zu erkennen. Man sieht ja wunderbar, dass das depigmentiert ist, nennen wir das. Das heißt, du hast genau da, wo das Tattoo war, hat die Haut ihr Pigment verloren, also ihre Farbe. Ja, also es ist deutlich heller, das sieht man ja. Was das schwarze Henna angerichtet hat, zeigen Fotos der Ärztin. So sah er aus, als er zu uns kam. Da sehen wir jetzt die Krusten, wir sehen Blasen, wir sehen zum Teil eitrige Veränderungen, weil da eine bakterielle Besiedlung vorgelegen hat. Wir sehen, dass es nässt, dass es sifft, wie man so schön sagt. Das sah ziemlich heftig aus damals und das, denke ich, das wird ihn auch ganz schön gequält haben. Die Haut war monatelang entzündet. Die Ursache, das mit der Chemikalie PPD schwarz gefärbte Henna. Da ist ein sogenannter Wirkstoff drin, der nennt sich PPD. Und das ist ein starkes Allergikum sozusagen, macht dann eine Kontaktallergie. Und darauf hat er reagiert. PPD, ein chemischer Farbstoff, minimal enthalten zum Beispiel in Autolenkrädern oder Mauspads. In kleiner Menge ist PPD kein Problem. Doch die hohe Dosis auf der Haut hat für Devin bleibende Folgen.
Die lebenslange Allergie hat er auch. Also die bleibt auf jeden Fall. Das heißt, er wird es merken, wenn er noch mal mit diesem Stoff in Berührung kommen sollte, wird er wieder reagieren. Das kann man ihm jetzt nicht mehr nehmen. Das geht nicht mehr. Dagegen können wir, wie bei anderen Allergien, wie beim Heuschnupfen oder so, dagegen können wir ihn nicht impfen. Das geht nicht. Berufe, in denen er mit PPD in Kontakt käme, zum Beispiel Automechaniker, sind für Devin nicht mehr möglich. Das alles wegen eines Henna-Tattoos. Zwar sind die Entzündungen an seinem Oberarm verheilt, aber die Kontaktallergie gegen PPD bleibt sein Leben lang. Devin hat jetzt einen Allergiepass. Andere kann er vor schwarzem Henna nur warnen. Nach all dem, was ich durchgemacht habe wegen diesem Tattoo, alles, wo ich hingegangen bin, damit das alles besser wird. Nein, ich werde mir nie wieder ein schwarzes Henna-Tattoo machen. Wer sich diesen Ärger ersparen möchte, sollte im Urlaub besser die Finger von schwarzen Henna-Tattoos lassen. Ja, bittere Urlaubserfahrungen, die